Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2. Ja, die letzte Aufnahme ist schon wieder mal ein ganz schönes Stückchen her. Also nicht nur für euch, sondern auch für mich diesmal. Und ich möchte jetzt, bevor ich jetzt hier die üblichen Worte zu dem kleinen Rückblick verliere vom letzten Mal, möchte ich mal kurz noch was zum Stand der Aufnahmen und Folgen sagen. Und zwar wollte ich ja ein bisschen was jetzt auf Vorrat aufnehmen im neuen Jahr, denn ich stecke jetzt gerade mal wieder mitten in der Umzugsvorbereitung. Also es ist jetzt auch tatsächlich die letzte Aufnahme, die ich vor dem Umzug machen werde. Ich habe hier schon so ein paar Kisten stehen, leider noch nicht so viele, aber ich muss noch sehr viel machen in den nächsten Tagen. Ja, genau. Und ich hatte halt jetzt hier direkt im Anschluss eigentlich noch mal eine relativ lange Aufnahme gemacht, die die gesamte Insel hier umfasst. Allerdings war die Aufnahme, ja, die war wie gesagt sehr lang und ich habe sie erst relativ spät angefangen und ich hatte dann halt sehr viel Lust, einfach weiterzuspielen immer wieder. Aber ich war halt dann auch irgendwie relativ müde und habe das nicht so richtig gemerkt. Das hat sich dann aber auf die Qualität der Aufnahme ausgewirkt. Also ich bin halt irgendwie immer müder geworden, immer schweigsamer. Also ich habe relativ wenig erzählt. Ich habe sehr eintönig erzählt, wenn ich da mal was kommentiert habe. Und es war alles ein bisschen unstrukturiert. Ich war unaufmerksam. Ich habe zum Beispiel Charaktere übersehen, mit denen ich hätte reden können. Hm, toll. Zum Beispiel. Und deswegen habe ich mir gedacht, möchte ich diese Aufnahme ganz gerne nochmal machen. Vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir jetzt ungefähr bei der Halbzeit des Spiels sind. Also wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des Spiels geschafft. Und wir haben jetzt halt, wie gesagt, hier noch die Wächterinsel. Wir haben einige Nebenquests noch aus dem Trümmertal. Und wir haben auch einige Sachen, die nicht direkt in unserem Tagebuch stehen, aber die wir halt irgendwie gefunden haben und wo man noch Spuren nachgehen kann und sowas. Und ja, und das, um das halt alles mal so ein bisschen, um da mal ein bisschen Struktur reinzubringen, habe ich dann halt angefangen mit Hilfe dieser Aufnahme, aber eben auch mit Hilfe alter Aufnahmen, also den ganzen alten Folgen, mal so ein bisschen eine Struktur zu erstellen, wie ich das jetzt hier am besten mache in den nächsten Aufnahmen. Und was sich mal noch mal lohnt, so zwischendurch noch mal anzugucken. Und das möchte ich jetzt hier teilweise in der Aufnahme auch so ein bisschen machen, eben weil es auch die Halbzeit ist. Dann hatte ich aber zwischendurch keine Zeit, diese Aufnahme halt gleich mal wieder im Anschluss noch zu machen. Und deswegen musste ich das jetzt auch für diese Aufnahme noch mal so ein bisschen für mich, meine Notizen noch mal reingucken und alles noch mal so ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Naja, aber wir schaffen das. Beziehungsweise ich für euch, das ein bisschen zu strukturieren. Gut, ja, zum Rückblick. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir waren das letzte Mal noch im Maxus-Tempel, wo wir angefangen haben. Aber wir haben den Maxus-Tempel abgeschlossen und hinter uns gebracht, weil wir uns als würdig erwiesen haben, als würdiger Drachenanwärter. Ja, wir sind natürlich immer noch keine Drachenritterin. Dazu müssen wir erstmal noch in den Drachenturm gehen und dort quasi den Nekromanten Lyken vom Thron stoßen, der den Drachenturm in Besitz genommen hat. Also diesen tollen Turm, der hier gerade so vom Baum verdeckt ist. Naja. Genau, aber halt vom Maxus-Tempel aus sind wir dann eben auf zu diesem wundersamen Ort hier gekommen, der Wächterinsel. Und die Insel ist eigentlich auf gewisse Art und Weise auch ein sehr, sehr magischer Ort, also irgendwie von Schöpfungsmagie durchdrungen oder so etwas, sodass sie halt sogar als personifiziertes Wesen mit uns reden konnte. Ja, als Drachenritter-Anwärterin haben wir sozusagen eine Art Prophezeiung zu erfüllen, dass wir, also die Prophezeiung ist, dass wir halt quasi hier den Thron besteigen im Drachenturm und dass wir dafür Diener bekommen. Und diese Diener sind jetzt hier teilweise schon auf der Insel, beziehungsweise eigentlich sind alle schon auf der Insel. Und wir können halt mit ihnen reden und
und uns entscheiden, wen wir dann unsere Dienste nehmen. Denn das ist dann jetzt nämlich die Krux bei der ganzen Geschichte. Für jeden Posten, den wir haben, der zu besetzen ist in unserem Dienerschaftsgefolge, gibt es zwei Anwärter oder Anwärterinnen. Und wir müssen uns quasi jedes Mal für einen entscheiden. Und die andere Person wird sterben. Und ich weiß nach wie vor nicht, warum das Spiel das möchte, warum die Insel so ist. Also die Insel scheint es aber auch selber nicht entschieden zu haben. Warum ist die Prophezeiung so? Wir wissen es nicht. Es ist aber halt hochgradig unfair. Denn das sind sehr, sehr schwere Entscheidungen. Ja, vier der Anwärter haben wir inzwischen schon getroffen. Wir haben Wesson, einen Bezauberer, getroffen, der auch relativ talentiert zu sein scheint. Wir haben ihn mit seiner Frau hier irgendwo getroffen. Die Insel hat ihn quasi hergeholt. Er war, glaube ich, vorher in Allerroth, wenn mich nicht alles täuscht. Hatte dort einen Laden und hat ein bisschen erzählt, dass auch die Champions bei ihm immer regelmäßig einkaufen gehen. Ja, dann haben wir... Oh, okay, ja, die Wyvern hier, die sind alle sehr dicht, ständig. Dann haben wir noch die zwei Nekromanten-Anwärter getroffen, Hieronymus und Igor, zwei sehr eigenartige Gesellen. Beide sind ursprünglich Diener des Schwarzen Rings gewesen und sind halt von einer, beziehungsweise Hieronymus ist von einer fliegenden Festung quasi hier auf die Insel versetzt worden. Und während der eine halt eindeutig diese Allüren eines Meisters hat, also sich halt aufführt wie, ja, also wie halt der Meister und uns auch offen ins Gesicht sagt, dass er uns am liebsten eigentlich tot sehen würde, ist der andere ein sehr schleimiger Diener, sagen wir das mal so. Und das war ja dann das letzte Mal so, dass wir dann schon gesagt haben, ja, also der Diener ist quasi auch der persönliche Diener von Hieronymus gewesen. Und nachdem dann klar war, dass er in Aussicht hat, in unsere Dienerschaft überzugehen und es quasi jetzt nicht mehr darum geht, Hieronymus zu dienen, hat er auch gleich uns seine Dienste angeboten und hat gemeint, ja, als guter Diener kann er es natürlich nicht zulassen, dass jemand wie Hieronymus, der halt ein Meister ist und ein schlechter Diener, unser Diener wird. Und deswegen hat er vorgeschlagen, Hieronymus mit Gift zu töten. Ja, ganz sympathisch, diese Herren. Ja, das dazu. Und dann haben wir jetzt hier zum Schluss noch Anselm getroffen, einen Alchemistenanwärter. Aber Anselm scheint ein bisschen ein Scharlatan zu sein. Naja, das haben wir zumindest in seinen Gedanken gelesen. Aber Renja, zumindest ihr Tagebucheintrag, klang immer noch sehr, gutwürdig, nee, gutselig, ich weiß gerade nicht, wie man das am besten sagt. Also jedenfalls, dass wir Anselm trotzdem in Betracht ziehen könnten, denn selbst wenn er ein schlechter Alchemist gerade im Moment ist, heißt das ja nicht, dass das so bleiben muss. Und er kann ja auch, er sollte die Chance bekommen, dazu zu lernen, so ungefähr. Ja, also wie gesagt, schwere Entscheidungen. Ja, vier Anwärter müssen wir noch treffen. Von den vierten Beruf kennen wir noch nicht. Und ich muss mal kurz eine Unterbrechung machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, und dann haben wir beim letzten Mal noch ein paar andere Wesen hier getroffen auf der Insel. Einige davon sind menschlich, wie zum Beispiel die Frau dort hinten, die jetzt gerade... Genau. Die jetzt gerade aufgrund des Vorführeffektes nicht zu sehen war. Das war, glaube ich, Catherine von... und es ist die Schwester von George Gramery. Auch sie hat einen schönen englischen Akzent in dem, wie sie redet, in ihrer Sprache.
Und von ihr haben wir auch einen kleinen Nebenquest bekommen. Beziehungsweise haben wir von ihr auch einen Questgegenstand bekommen für einen anderen Nebenquest. Ja, denn wir haben gleichzeitig noch den Geist eines Fischers getroffen, namens Jonah oder Jonah, der an der Küste eine Angel ausliegen hat, um ein Walungeheuer zu fangen, so wie dieses, ein Ungeheuer wie von diesem Skelett hier. Ja, ihr wisst, was ich meine. Dieses Skelett hier stammt von einem solchen Ungeheuer, wollte ich damit sagen. Wenn nicht sogar genau von dem Wal, den er eigentlich hofft zu fangen. Ja, genau. Das heißt, da haben wir noch jemanden getroffen. Dann hatten wir noch einen Einsiedler, der dort offensichtlich schon sehr, sehr lange lebt auf dieser Insel. Der uns auch ein paar... Ja, er ist ein bisschen durchgeknallt. Genau. Und Leute in den Kommentaren haben geschrieben, dass das alles irgendwelche Pop-Zitate sind. Und ja, also das meiste davon kann ich leider nicht zuordnen, aber so ein paar Sachen kamen mir dann doch bekannt vor. Und ganz zum Schluss haben wir noch Wacker, den Drachenelfen, getroffen. Drachenelfen sind ja hier die Gegner, die uns hier die ganze Zeit angreifen. Aber Wacker ist jemand, der quasi noch bei Verstand geblieben ist, sozusagen, der jetzt hier nicht irgendwie aggressiv geworden ist und der sich versucht, quasi so ein bisschen rauszuhalten aus allen Zwistigkeiten und in seiner Höhle lieber liest. Und da hat auch jemand in den Kommentaren was dazu geschrieben zu den Drachenelfen. Das fand ich sehr interessant, nämlich, dass eigentlich vorgesehen war, also dass der Hauptcharakter hier im Spiel, also Renya quasi, das Aussehen eines Drachenelfen bekommen sollte. Also dass es sozusagen um so ein Ritual ging, wo dann der Drachenritter zum Drachen werden sollte und das ging dann schief und dann ist man in so einer Hybridform feststecken geblieben sozusagen. Aber dieses Konzept in der Story hat man dann wieder verworfen, weil es irgendwie... weil es dann nicht so viel Sinn ergeben hätte, eben in der menschlichen Form auch irgendwo noch mal rumzulaufen. Und dann hat man quasi dieses Design recycelt für die Drachenelfen als Gegner sozusagen. Genau, das fand ich sehr interessant. Ja, und dann habe ich auch das letzte Mal so ein paar Sachen missverstanden oder nicht deuten können oder übersehen, wie das immer so ist. Also... Zum Beispiel habe ich Wackers Höhle komplett übersehen, diese Falltür dort an der Seite. Ich habe halt gedacht, so seine Höhle, okay, finden wir jetzt vielleicht noch irgendwie hier am anderen Ende der Insel. Er ist irgendwie davor geflohen, vor den Gespenstern in der Höhle. Nein, die war da direkt. Ich habe sie halt nur einfach übersehen, ja. Und dann auch mit dem Gedankenlesen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher, wer jetzt hier was vom Gedankenlesen her hatte, aber... Ich glaube, dass es so war, dass halt der Einsiedler irgendwas sehr Bizarres mal wieder gesagt hat in seinen Gedanken. Also irgendwas von einem, ach Gott, wie war das? Von einem Hund am Meer oder so ähnlich. Ich muss jetzt doch nochmal nachgucken. Dialoge. Ja, es ist jetzt natürlich, wir müssen jetzt hier ein bisschen, genau, Einsiedler. Achso, okay. Na, es ist hier mit dem Scrollen immer ein bisschen nervig. Ach hier, genau. Unter dem Wauwau mit dem Pfeil am Meer. Hehe, er hat's gefressen, der dumme Wauwau. Hehe. Ja, und wir haben ja das letzte Mal hier an... einer von diesen Ballisten da hinten eine Waffe eingesammelt, eine Axt, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube, das bezieht sich genau darauf, weil das ist ja... Ich glaube zwar, es ist hier irgendwie so eine Drachenkreatur, aber man könnte es halt auch als Hund so ein bisschen missdeuten. Und die haben wir ja, wie gesagt, direkt halt im Maul gefunden von dieser Drachenstatue und dann Pfeil. Also es passt mit der Ballista, deswegen denke ich mal, dass sich das darauf bezogen hat. Und wir diese Waffe nicht gefunden hätten, wenn wir vorher nicht die Gedanken gelesen hätten.
Dann hat Jonah was davon erzählt, dass Lycan irgendwie was gesucht hätte, was sich jetzt in der Höhle von Wacca befindet. Wenn mich nicht alles täuscht. Und Wacca wiederum hat in seinen Gedanken an den Einsiedler gedacht, dass der quasi in seiner Truhe einen doppelten Boden hätte und dann wäre da noch was Tolles drin. Genau. Das heißt, da sollten wir auch nochmal nachgucken. Und der Einsiedler hat uns den Auftrag gegeben, zur Wyvernspitze zu gehen, um dort nach Wyvern-Eiern zu gucken. Und denn er möchte gerne Wyvern-Eier haben zum Essen, ja. So, genauso wie Wacca, der sich halt auch ganz gerne mal so frisch am Morgen so ein Wyvern-Oblett macht. Und der hat nämlich dafür dann extra so eine Salbe gehabt, die wir dann hoffentlich bekommen, wenn wir in seiner Höhle aufgeräumt haben. Also diese Salbe schützt uns eben vor Wyvern. Genau, und dann haben wir nämlich bei dem Einsiedler noch ein Rezeptbuch eingesammelt. Ja, ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Wir können mal hier wieder voll machen. Ja, ich habe nicht alles aufgeräumt. Wäre noch mehr drin. Hier, Rezeptsammlung. Für eine traditionelle Wyvernsuppe werden folgende Zutaten benötigt. Ein Wyvernei, drei Basilikumblätter, zermahlene Fahrhangblätter, Meerwasser und 7 Sandameisen. 8, wenn ihr euch abenteuerlustig fühlt. Okay. Für eine köstliche Drachenelfen-Bouillabaisse, ein Bein eines Drachenelfen und so viele Zutaten können nicht auf dieser verdammten Insel gefunden werden. Ja, der Einsiedler hat es offensichtlich nicht geschrieben, dieses Buch, denn sonst wäre das alles ein bisschen kryptischer. Ja, so viel dazu. Und ich würde sagen, jetzt habe ich genug erzählt. Dann machen wir jetzt hier erst einmal weiter. Also von hier aus sind wir gekommen, dann haben wir hier hinten das ein bisschen erkundigt. Und dann geht es jetzt hier in diese Richtung weiter. Achso, und ich wollte mal noch darauf aufmerksam machen, dieses tolle Drachenskelett hier. Das habe ich irgendwie beim letzten Mal nicht so richtig wahrgenommen, dass da irgendwie sowas liegt. Denn so offensichtlich sind hier auch irgendwie, ja, Drachen halt verendet. Aber es ist ja eben auch die Insel der Drachen. Ja, sie ist irgendwie nicht mehr so richtig gut im Ziel, was diese Sachen betrifft. Das Problem hatte ich auch schon während der letzten Aufnahme. Also vielleicht muss ich einfach näher rangehen. Heiliges Basilikum. Schön. Naja, da hinten haben wir Drachenelfen. Da hinten ist noch irgendwas anderes. Okay. Ach, Mist. Ach. Ja, ich könnte mal wieder noch direkt aus der Hölle meine andere Kreatur beschwören. Schön. Und dann könnte ich dich bezaubern. Und es funktioniert nicht. Und ich bin gleich tot. Erstmal wieder reinkommen hier. Verletzt. Ja. Ich glaube, das war's jetzt schon. Mist. Das ist jetzt das falsche Menü. Ich bin, glaube ich, schon tot. Oder? Man sieht es leider nicht hier, wie viele Lebenspunkte gerade man im Moment noch hat. Ich habe da so ein Hotkey, aber toll. Geringert Heilung. Naja, schön, dass ihr so schön sortiert seid hier. Nehmen wir mal so einen. Ah, doch. Wir haben es noch überlebt. Ne, warum bist du mir denn auf der Pelle hier, Kreatur? Genau.
Nein. Ich suche die ganze Zeit hier die Möglichkeit, mich abzurollen. Sag mal. Ach Gott. Ich bin schwer verletzt. Ja, also irgendwie das mit dem Kämpfen, das muss ich nochmal üben. Irgendwie habe ich jetzt schon so lange offensichtlich nicht mehr gespielt. Das passiert, wenn man auf die falsche Taste kommt. Ich bin schwer verletzt. Ja, war es offensichtlich auch. Sag mal, okay. Ja, das ist, wenn man irgendwie zu viel Tomb Raider zwischendurch gespielt hat. Ach Gott, ja. Gut, der nächste Kampf wird dann hoffentlich wieder ein bisschen besser verlaufen. Okay. Und ich glaube, wir haben ja auch... Nee, wir haben nur noch 8 Punkte. Dann hatte ich das letzte Mal hier schon Steigerungspunkte verteilt. Okay. Naja. Wird schon. Was haben wir hier? Ich denke die ganze Zeit ist die Sprungtaste, aber die Sprungtaste ist ganz normal. Ach Gott. Peinlich. Naja. Ah, ein weiteres Totem. Ja, diese Totems, denen müssen wir dann unsere Entscheidung mitteilen. Für welchen der Anwärter wir uns entscheiden. Und dann übernehmen sie den Rest. Also sprich, sie töten die andere Person. Bezauberer-Totem. Ja, können wir uns jetzt natürlich noch nicht entscheiden. Weiterer Wegpunkt-Schrein. Ah, okay, es ist leer. Also weg damit. Schrein-Barriere. Ja, wir haben hier nämlich eine große, epische Barriere. Und es ist hier super rötlich alles. Was passiert, wenn da jetzt irgendwie... Ja, nichts. Okay. Ah, ein weiteres Fass und noch eine Kiste und es ist nichts drin. Toll. Erz gibt's ja auch nicht wirklich. Ja, aber hier haben wir ein größeres Lager. Und wir wissen ja schon von Catherine, dass es hier irgendwie ein Lager von Schiffbrüchen gibt. Also sie war auf irgendeinem Schiff und das ist dann hier gestrandet. Und hier gibt es dann halt irgendwie ein Lager. Okay, dann schauen wir uns das mal hier an. Und wir haben auch eine andere Premiere. Ich habe keine Speicherpunkte mehr zur Verfügung. Ich muss jetzt alte Speicherpunkte wieder überschreiben. Ja, schön. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht von Renias Speicherpunkten irgendwie dann zu viel von den alten Speicherpunkten überschreibe, für den Fall, dass ich nochmal irgendwas nachgucken möchte. Okay. Und in diesem Lager finden wir bestimmt weitere Anwärter, denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat auch Catherine gemeint, dass sie in dem Lager einige von der Prophezeiung erzählt haben. Sie sollen nur kommen. Das letzte Mal haben wir es ihnen richtig gezeigt. Ja, aber wir haben noch 3 Männer verloren. Nun, ich betrachte das Fässchen Rum lieber als halb voll. Okay. Wer ist denn gekommen? Willkommen. Innerhalb des Lagers seid ihr sicher. Vor was oder wem? Vor Drachenelfen? Ihr seid eine richtige Landratte, nicht wahr? Das sehe ich sofort. Na, du nicht. Offensichtlich. Das höre ich sofort. Ja, und wir kriegen neue Musik. Sehr traurige, wehmütige Musik.
Wir haben uns so ein bisschen darauf vorbereitet, auf diese Entscheidungen, die uns bevorstehen. Weißt du überhaupt, was für Fische du da in diesen Topf wirst? Na, weiß ich nicht. Und? Denkst du, ich würde dich vergiften? Ich, der größte Koch aller Zeiten? Wenn ich tote Wale am Strand sehe, die auch von diesen Fischen gegessen haben müssen, überlege ich es mir zweimal, bevor ich sie esse, lieber Chefkoch. Okay. Henri und Elena. Ja, sie haben so einen schönen französischen Akzent. Ich finde das so schön. Aber irgendwie... Noch etwas mehr Salz, Henri. Mehr? Wie kannst du es wagen, meine Kochkünste zu kritisieren? Sacre bleu und das von meiner eigenen Frau! Mon Dieu, ich habe nur etwas mehr Salz vorgeschlagen, nicht unsere Scheidung, obwohl das so schlecht nicht klingt. Ja, es passt nicht so ganz zu der Musik. Die Stimmung, die beiden hier verbreiten. Aber ich höre ihnen einfach so gerne zu. Auch wenn es die Dialoge, die sie führen, so ein bisschen... Ja, und das ist ja irgendwie... Gestrandet, keine Rückkehr möglich. Was wohl unsere Söhne denken? Pah! Richard hat mit Sicherheit schon die Taverne übernommen. Er ist ehrgeizig, aber nicht herzlos, Henri. Im Gegenteil, er hat das Herz eines Löwen. Oh je, ob das die Eltern von dem Richard sind? Von dem Champion? Naja. Ja, ich, wie gesagt, ich höre ihnen super gerne zu, aber dieser Humor, den sie hier an den Tag legen, das ist so dieses typische, also wie sie sich halt zanken als Eheleute, das ist dieser typische Boomer-Humor irgendwie. So nach dem Motto, vorher lieben sie sich und dann heiraten sie und dann hassen sie sich plötzlich und wollen am liebsten die Scheidung und können sich überhaupt nicht mehr ausstehen, ja. Das ist so ein... Hübsch. Ja, man kann ja jetzt sagen, es ist ein altes Meme. Aus einer Zeit, wo noch niemand wusste, was Memes sind. Aber das hat man halt auch immer wieder auf diesen ganzen Hochzeitsfeiern. Und es nervt mich so. Ich finde es so unerträglich, diese Art von Witzen. Naja. Okay. Und Sam ist jemand, den ich tatsächlich das letzte Mal übersehen hatte. Mon Dieu, ich habe nur etwas mehr Salz vorgeschlagen. Hallo, ich bin Sam, der Bootsmann. Ich habe hier einige Sachen aus dem Lagerraum und hätte nichts gegen ein paar Münzen einzuwenden. Wollt ihr mal einen Blick riskieren? Na klar, riskieren wir einen Blick. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Oh... Weil ich hatte mich dann noch gewundert, dass es hier auf der Insel halt nicht besonders viele Händler gibt. Ja. Okay, haben wir hier irgendwas Besonderes? Also erstmal die Bögen überhaupt? Ja, okay. Naja, also hier relativ viel Magieschaden bei den Bögen. Oh, wow, Nerikon-Bogen. Ja, auch ein einmaliger Gegenstand. Fernkampfschaden 24 bis 73, Magieschaden 22 bis 66, kritischer Treffer 13%. Aber benötigt Stufe 22, wir sind jetzt Stufe 16, glaube ich. Plus 4 zu erhöhte Reflexe, plus 3 zu kritischer Treffer, plus 1 zu ausspaltende Pfeile. Sehr schön, 2 leere Veredelungsfelder. Und dann noch Vergiftung. Wahrscheinlichkeit von 16%, dass euer Gegner nach einem erfolgreichen Treffer vergiftet wird und innerhalb von 4 Sekunden 30 Schaden erleidet. Das Holz dieser Waffe stammt von einem Baum aus Nerikons sagenumwobenen Garten in Ferol. Die Waffe birgt tief in ihrem Inneren mächtige Bezauberungen. Ja, Wahnsinn. Die Wand. Schild. Okay. Wir haben es ja nicht so mit Schilden, aber einmalige Gegenstände... Lohnt sich immer mal wieder einen Blick drauf zu werfen. 2 zu Verteidigung, aktive Fertigkeit, okay. Erhöhter Mana-Vorrat. Dieser Schild ist so schwer zu überwinden, dass er die Wand genannt wird. Man braucht schon eine Belagerungswaffe, um ihn zu durchdringen. Oder ein paar magische Pfeile.
Ich dachte gerade irgendwie, ich hatte gerade 44.000 gelesen, aber kostet 4.400. Naja. Okay, und Rüstung? Beinschutz des Skorpions, ja. Das ist etwas, was ich glaube ich, genau, wir hatten Ulfmars Axt hier gefunden. Das ist, glaube ich, etwas, was ich, was jetzt erst neu dazugekommen ist. Skorpion als Set. Wir bekommen jetzt hier halt nochmal neue Sets so langsam jetzt angeboten. Und das Skorpion-Set ist, glaube ich, auch eins der Sets, das uns bis zum Ende des Spiels begleiten wird. Also hier steht zwar benötigt Stufe 18, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wir sehen schon, das Set ist sehr, sehr groß. Also wir haben Armschienen, Helm, Beinschutz, Brustpanzer, Gürtel, Halskette, Ohrringe, Armreif, Ring und Schwert. Also eigentlich alles, also das gesamte Inventar ist quasi dann das eine Set. Und ja, was ist das Set des Skorpions? Dem schwarzen Ring gehören viele Splittergruppen an, die sich so häufig und regelmäßig untereinander bekriegen, wie sie gegen die vielen gemeinsamen Feinde in die Schlacht ziehen. Eine dieser Gruppen nennt sich Skorpione, eine besonders grausame Vereinigung von Kriegern, die aus den gottverlassenen Wüsten von Yutul Gor stammen. Ihre furchterregende Ausrüstung ist von einer nahezu unerreichten Qualität und ihr bedrohliches Aussehen ist das Letzte, das die unzähligen, bemitleidenswerten Opfer zu Gesicht bekommen haben. Ja, das Set des Skorpions ist auch etwas, was ich da quasi dann mir angelegt hatte, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Da habe ich als Kriegerin gespielt und es ist eben ein Kriegerset. Ja, denn es gibt am Ende ein Schwert. Und dann, ja, okay, das ist jetzt nicht so toll. Was haben wir hier? Flussheimgriff, Armreif, okay. 2 zu Sturmangriff, Aura des Magieschadens. Solche Armreife werden von der Palastwache in Flussheim getragen und stärken ihren Träger enorm. Okay. Bronzezackenring hatte ich. Okay. Gut. Gibt ein paar Tränke. Oh. Gut, Smaragd brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Saphir. Aber es gibt hier Formel für überdurchschnittliche Aura der Vergiftung. Formel für überdurchschnittliche Magieschadenserhöhung. Formel für enorme Lebenslinie. Okay. Krass. Formel für enorme Heilung. Und enorme Gewandtheit. Haben wir schon einen Trank der enormen Gewandtheit oder enormen Heilung? Überdurchschnittlich. Nee. Das ist also nochmal besser als überdurchschnittlich. Das enorm. Erhöht 100. Ach, nee, hier. Enorme Heilung. 242 Lebenspunkte. Und der hier macht 206. Ja, das ist dann schon die nächste Stufe. Ja, Sams Waren sind sehr advanced. Okay.